Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Wir haben ja letztes Mal hier aufgehört, unser Gewächshaus zu bauen. Die böse, böse Zeit hat uns dann leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber ist auch nicht so schlimm. Heute ist auch wieder unser geschätzter Kollege Basti Alba dabei. Hallöchen, mein Lieber. Moin. So, erstmal einen schönen Montag euch und dir erstmal. Ne? Ist ja Danke, heute leider. gleichfalls. Ja, gut, der Montag ist für mich schon fast gelaufen, ehrlich gesagt, ne? Ist halt ein. Verschlafen. Ja, verschlafen nicht, ne? Ich hab mich geopfert für die DB halt, Doch, ne? doch. Du hast den Tag verschlafen. Ja. Kann man so sagen. Hab mich geopfert für meinen Arbeitgeber. Das ganze Wochenende gearbeitet. Hast du wenigstens frei dafür? Ja, heute hatte ich frei, verständlicherweise, aber morgen muss ich ganz normal arbeiten. Was für ein Scheiß, wa? Immerhin. Ja. Aber wie hast du das Wochenende eigentlich so verbracht? Ja, ganz normal eigentlich. Boah, Also ganz normal. war nichts Besonderes. Na dann. Ja, Was? gibt halt immer. Samstag ist halt Abwaschtag. Sonntag ist halt Frühstücken und dann war's das eigentlich. Okay. Dachte so, was ganz Ja. Besonderes irgendwie. Ne? Nee. Nee? Na gut. Hätte ja sein können. Muss nur gerade mal Ich glaube. kontrollieren. Das Gewächshaus. Jo. Also ich weiß nicht, auf was du anspielen willst, vielleicht auf irgendeinen Trailer oder so. Nee. Ich wollte nur gerade das Gewächshaus Achso. kontrollieren. Achso, Wie er gleich auf irgendwas anderes ansprechen will. Okay, ja, moin. nee, ich weiß ja nicht. Nee, das kommt vielleicht nächste Folge. Das kommt vielleicht nächste Folge. Wir wollten ja Ah, heute ja. über so ein bisschen Thema Nachtschicht sprechen, ne? Da ich ja das ganze Wochenende 19 Stunden gearbeitet habe. Ne? Es ist halt so ein bisschen up to date das Thema gerade. Richtig, ja. Ich weiß nicht, Mach würdest. mal bevor du jetzt irgendwie irgendwas sagst. Ist es eine andere Arbeit nachts und Tag? Ja. Macht ihr was anderes? Wir machen was anderes. Du kannst es so verstehen, wir bauen tatsächlich die Weichen auseinander. Also dann ist keine Schiene mehr drin. In der Weiche. Okay. Und das macht er wahrscheinlich dann zu den Zeiten, wo keine Bahnen mehr fahren, ne? Genau. Logischerweise. Genau. Und wenn dann halt um die Uhrzeit noch Züge fahren, wird halt das Gleis gesperrt halt, ne? Das geht aber auch nur nachts, weil Ah. dann weniger Verkehr ist. Okay. Jetzt für die Leute, die es nicht wissen, wann fährt ist kein Verkehr? Es kommt immer auf die Strecke tatsächlich an, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel hier, nehmen wir mal das beste Beispiel, Lehrte nimmst, ne? Da fahren so ab, ja, 2 Uhr nachts fahren dann keine Z oder kaum noch Züge. Und wenn du jetzt zum Beispiel die Strecken nimmst Richtung Hamburg hoch, da hört es nie so wirklich auf, ne? Weil die Güterzüge da immer halt lang fahren. Von Hamburg hoch runter. Okay, also, okay. Ist immer so variabel, ne? Kommt auch immer an, was wir verarbeiten machen müssen, ne? Wenn es jetzt nur ein Verschluss, also ne, ein Weichenverschluss, nur Ehrenbund ist, dann dauert es länger. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel nur eine Schiene tauschen, dann dauert es halt nicht so lange. Ist immer unterschiedlich. Du fragst dich jetzt sicherlich, was ein Verschluss ist, ne? Also Schienenweichenverschluss hast du gesagt, ne? Genau, Weichenverschluss. Na, Verschluss heißt ja irgendwie an was mit Schließen wahrscheinlich. Da liegst du gar nicht mal so falsch, ja. Fahren Sie fort. Ja. Vielleicht, dass die Weichen richtig einrasten. Ja, kommt schon mal in die richtige Richtung. Du bist auf dem richtigen Weg. Dass sie in eine Richtung gehen und dann halt nicht wieder zurück. Ja. Vielleicht irgendwie sowas. Ja. Kommst langsam näher.
Ja. Gib mir irgendeinen Tipp. Der lässt sich dann ohne mechanische Wirkung nicht mehr bewegen, also umstellen. Was, ohne Mechanik? Ja, ohne mechanische Einwirkung. Also kannst du da drum ruckeln, wie du willst an der Weiche, sie lässt sich dann nicht umstellen. Außer du baust den Verschluss halt ab. Okay. Also, dass er jetzt irgendwie nicht, dass er sich jetzt keiner denkt, ja, ich stell mal die Weichen um oder sowas. Mit Ja, so warum auch ist. immer. Ja, so ungefähr. Also musst du dir das so vorstellen, wie so eine, ja, so eine Art Türklinke. Ne, das heißt auch tatsächlich bei uns Klinke bei manchen Verschlüssen, bei manchen heißt es auch anders, ist aber das gleiche. Ne, Namensrechte, Siemens Grüssen. Ja, die lassen sich alles patentieren, die Wichser. Ja, können Sie haben. Ja, die haben den Begriff Klinke patentiert. Musst du dir mal vorstellen? Du Scheiße. Ja, dachte mir auch so, wie viel Langeweile muss Siemens haben? Ist auch egal. Du musst dir das tatsächlich so vorstellen wie so eine Türklinke, die man runterdrückt, ne? Wir haben so ein mechanisches Bauteil. Das liegt halt komplett unter der Weiche. Und dann haben wir hier so zwei Klinken, ne? Und beides hat so eine mechanische Aussparung, die dann ineinander passt, ne? Sobald richtig in der richtigen Position dafür sind. Ne, dann passen sie perfekt ineinander. Das ist schön, dass es schön glatt ist. Dann passt es auch unter die Schiene. So. Drückst du jetzt die eine Seite runter, ne? Und die Weiche läuft um. Drückt sie sich auf der anderen Seite irgendwann wieder hoch. Und rastet wortwörtlich ein. Es gibt dann so ein lautes Klacken. Und dadurch wird dann halt verhindert, dass die Weiche in der Position, wie sie jetzt liegt, nicht mehr verändert werden kann. Ne? Kannst du eine Brechstange reinstecken, kannst du dran rumruckeln, wie du willst, passiert nichts. Also praktisch wie Tür auf und zu. Wenn die Genau. Tür zu ist und die Klinken oben sind, kannst du halt die Tür nicht aufmachen. Genau. Ja, das ist halt für jede Weichenlage. Ne? Die eine Lage ist, also die eine Schiene ist wirklich festgelegt, die andere, ja, liegt dann halt in der abliegenden Lage, ne? Ist ja auch logisch, sonst kann kein Zug fahren, wenn beide gleichzeitig anliegen würden. Na. So kannst du dir das ungefähr vorstellen. Und das ist halt sehr gefährlich, wenn so eine Schiene fehlt und so ein Verschluss fehlt. Und deshalb machen wir das nachts, um halt zu verhindern, dass Züge entgleisen. So ganz einfach erklärt. Aber ganz einfach. Ja, ganz einfach jetzt im. In dem Sinne, ne, für mich jetzt ganz einfach. Für dich wahrscheinlich eher weniger, weil du es einfach nicht Ja. gewohnt bist. Genau. Du machst ja nicht umsonst eine Ausbildung. ja. Ne, das ist das Gleiche, als würdest du mir jetzt was von PC-Technik erzählen, ne? Ja, ich weiß ich von weiß ich selber nichts von. Ja, wahrscheinlich, aber mehr als ich. Gehe ich jetzt mal so Ja, Larifari mehr als du, aber trotzdem nicht viel. ab. Reicht ja trotzdem. Ja. Reichen tut's alle Male. Ja, es gibt immer jemanden, der es besser weiß. Oh ja, das Und im weißt Bereich Technik ist eigentlich jeder. du. Das sprichst du ja sehr überzeugend über dich. Ich bin nicht so technikaffin. Jeder sagt das. Aber ich bin gar nicht so technikaffin. Oha. Was doch so einen ganz intelligenten Eindruck. Das meine ich jetzt übrigens ernst. Was Technik angeht. Ja, gut, es ist ein Unterschied zwischen Wissen und Auftreten. Merk schon. Wir hatten nämlich einen in der Ausbildungsgruppe, der hatte absolut keine Ahnung für ein Thema, aber er konnte dir das Blaue vom Himmel erzählen. Ja, ich komme aus einer Verkäuferfamilie. Vielleicht weiß es, wo es herkommt. Ja. Jetzt So leuchtet's mir ein. alle Verkäufer, Vater ist selbstständiger Einzelhandelskaufmann, verkauft, steht auf dem Markt. Meine Mutter arbeitet bei Edeka.
Ich habe auch bei Edeka gearbeitet. Meine Tante hat bei Edeka gearbeitet, ist jetzt beim Bäcker. Das ist alles Verkäufer. Es hat auch Vorteile. Ich könnte sowas zum Beispiel nicht. Ja. Obwohl das Witzige ist, das, was ich in der Schule gelernt habe, hat nichts mit dem zu tun, was ich gemacht habe. Na gut, das ist meistens so, ne? Ich kann auch zum Beispiel sagen, Ja. bei mir in der Ausbildung, ja. Die Lehrer hatten absolut keine Ahnung, was wir Das Ding ist, wirklich machen. ich habe ja nicht meine Ausbildung gemacht. Ich habe ja nach der Realschule, hatte ich ja keine Ausbildung und ich hatte aber noch Schulpflicht. Und es gibt sowas, ich weiß nicht, das kennst du vielleicht auch, einjährige Berufsfachschule. Ja, das machen meine Brüder zum Beispiel gerade. Ah, okay, ja, das ist, wenn du Schulpflicht hast, aber keine Ausbildung. Dann Genau. musst du da halt hingehen. Musst du dann halt absitzen. Sie hört sich an wie so Und ich war Gefangene im halt. Straflager. Absitzen. Ja, naja, in gewisser Weise. Okay, so schlimm ist es nicht. Weißt du, auf welche die gehen? Ja, einmal Wahrscheinlich Technik. ja, mein einer Bruder geht zum Beispiel hier auf die Burgdorfer und der andere geht nach Hannover. Auf die Okay. Berufsschule, auf die, Ja, die ich gegangen wir bin. haben ja bei uns zwei. Wir Einmal Wirtschaft und haben ja bei uns einmal. zwei einmal Technik. Ja, ich war ja Genau. bei Wirtschaft. Ach, da vorne bei der Realschule, ne? Na genau, beim TSV-Stadion. Genau. Mein Bruder Das ist geht ja hin. alles kaufmännisch, also. Was? Ne, alles gut. Ist ja Handelsfachschule, hieß es früher, glaube ich. Genau. Handels. Ja. Irgendwie Kann man sowas auch in die so sagen. Richtung. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, Ja. wie genau das jetzt heißt, Ich wenn auch ich ehrlich nicht. bin. Ich auch nicht. Aber gut, muss ja auch nicht unbedingt, ne? Ja, ich glaube Fachoberschule. Die haben auch, Berufsschulen haben ganz komische Abkürzungen Oh immer. ja, oh ja. Das ist ganz, ganz kritisch immer. Warte mal. Komm gleich. Wieder brauchst keine Pause machen, kannst Ja, das. weiterreden. Ich Ja. hol mal kurz was. Also Ja, nicht, dass für. du jetzt schneidest oder sowas. Nein, nein, nein. Quatsch. Minecraft-Folgen schneide ich nicht. Kann ja So, jederzeit warte. was passieren, ne? Auf gut Deutsch gesagt. Ja, okay. Ja, warte, dann ich hol mal kurz was. Kann ja nämlich jederzeit passieren, dass wie in letzter Folge so ein Creeper vorbeikommt und dann uns einfach das Haus in die Luft jagt, ne? Grüße gehen an der Stelle raus an den Creeper. Aber komm bitte nicht nochmal vorbei. Dankeschön. Ich habe keine Lust, das Haus nochmal aufzubauen. Das wäre nämlich sehr angenehm. So, jetzt müssen wir hier irgendwie eine Ordnung reinkriegen. So, wieder da. Ja. So, also, auf dem Zeugnis steht einjährige Berufsfachschule Wirtschaft, Schwerpunkt Handel. Ah, ja, okay. Ja, genau. Das Also, erklärt das einiges. übrigens alles kaufmännische, ne? Ja. Hier Einzelhandelskaufmann, Bürokaufmann, Speditionskaufmann, alles so in die Richtung. Nice. Ja, das Witzige ist hier, ich habe Semra und Leonora waren da auch, übrigens. Ja, Grüße gehen an der Stelle raus an die beiden, ne? Muss man ja mal erwähnen. Ich glaube, erst weniger, dass die beiden das Aber irgendwie wir haben. mal sehen, so ein Video, aber naja. Ja, ich glaube auch nicht, dass sie das jemals sehen werden, aber na. Man weiß es, die Wahrscheinlichkeit, ne, darf man nicht unterschätzen. Ja, die Wahrscheinlichkeit, auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, heißt es nicht unmöglich. Richtig. Haben wir ja Mathe so gelernt, ne? Ja, aber wir haben irgendwie Wahrscheinlichkeitsrechnung. nie miteinander geredet. Nee. Ja, richtig. Nee, irgendwie. Warum auch? Wir waren ja auch, wir haben uns ja, wenn überhaupt, nur vor der Schule gesehen. Ach Also vor so. dem Unterricht Nee, praktisch, von der Zeit her. ich dachte, ihr wart tatsächlich in der Schule dann gemeinsam. Nee, Also in der ich gleichen war in einem Klasse. komplett anderen Bereich. Ah, okay. Die waren, glaube ich, Büro und ich war ja Einzelhandel. Ah, okay. Ja, das hat ja eigentlich, also das handelt, das ist zwar alles an sich eine Sache, ne? Also wenn du jetzt einen Betrieb hast zum Beispiel, das hängt überall zusammen, aber letztendlich sind es einzelne Bereiche. Ah, okay. Ja.
Wir haben auch zum Beispiel, was haben die denn gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr, was die gemacht haben, aber wir zum Beispiel haben dann das Jahrbuch gemacht. Ah, okay. Und da haben wir auch mit Abteilung gearbeitet. Ich war zum Beispiel in der Korrekturgruppe. Ah, okay. Also die anderen haben halt hier die Sachen geschrieben. Wir waren zum Beispiel im Theater, dann haben die daraus halt so einen Bericht geschrieben. Oder wir waren auf Klassenfahrt und dann mussten wir das korrigieren bzw. umschreiben. Okay. Ja, war ganz interessant und am Anfang waren wir so ein bisschen für Organisation zuständig. Okay, also welcher Artikel jetzt wohin kommt jetzt im Jahrbuch oder was? Wo, wie darf ich mir das vorstellen? Also am Anfang hatten wir ja nichts zu korrigieren, logischerweise, weil wir hatten ja noch nichts. Und wir haben dann, sage ich mal, alles so ein bisschen organisiert, also welche Abteilungen was machen. Dann wie viel und dann mussten wir das Jahrbuch auch, sag ich mal, bestellen. Ne, wir haben das ja nicht selber ausgedruckt, sondern wir mussten halt Angebot schreiben an Firmen, mussten telefonieren und sowas. Das mussten wir alles selber machen. Okay. Also alles das, also wenn die Schule jetzt Jahrbuch machen will, das mussten wir machen. Ah, okay. Ne, weil das ist ja alles kaufmännisch. Naja. Wir haben ja gelernt, wie man Angebot schreibt, Nachfrage, Geschäftsbriefe und so ein Scheiß. Ah, okay. Ja, frag mich heute, ich habe keine Ahnung mehr, aber. Ja gut, das ist ganz in der Natur, ne? Ja, Wenn wenn man man nicht es eine nur lange Zeit nicht macht, eben, dann. ne? Du könntest Also, mich aber jetzt. ich habe die Sachen nie weggeschmissen, ich habe die immer noch. Ja gut, ne? Das ist auch manchmal von Vorteil, ne? Da kann man mal schnell was nachschlagen, was man denn vielleicht irgendwann später nochmal brauchen könnte, ne? Ja, alle Fächer, das Ding ist, wir hatten auch sowas wie Rechnungswesen und sowas. Rechnungswesen, okay. Ja, also Mathe kennst du? Ja, klar. Rechnungswesen ist also teilweise Mathe, also es gehört halt dazu, aber Mathe und Rechnungswesen sind halt einzeln. Okay. Und Rechnungswesen ist so mit Bilanzen und sowas. Ah, okay. Jetzt zum Beispiel, wie steht unsere Verkaufsbilanz jetzt im ersten Quartal beispielsweise, ne, in einem Unternehmen? Also wie viele haben wir Ja, verkauft und wie viele haben wir keine Ahnung. eingenommen? Hier mit, wie heißt denn das nochmal? Mit Soll Ach so. und sowas. Übelst kommt ja, Rechnungswesen war nicht mein Fach, merkt man vielleicht gerade. Ja, du, dafür gibt es vielleicht andere Fachgebiete, wo du dann halt besser bist. Das ist völlig normal. Ja, warte, ich kann kurz aufs Zeugnis gucken. Ne? Jetzt musst du selber drauf gucken, wo war ich gut? Wo kann ich Ihnen das beweisen, dass ich gut war? Ja, ich habe zum Beispiel gut war ich im, also 2 ist es glaube ich, ne? Gut. Das Einzelhandelsunternehmen repräsentieren, dann Waren beschaffen, Geschäftsprozesse erfassen und kontrollieren. Okay. Oh Gott, warte, ich kann dir mal die ganzen Fächer vorlesen. Boah. Das wird jetzt Also interessant, Freunde. es gibt drei Bereiche. Es gibt einmal berufsübergreifender Lernbereich, das sind halt mit den Fächern, das sind halt so Sachen wie Deutsch, Englisch, Politik, Sport und Religion. Okay. Religion hatten wir nicht, das wird da einfach nur, ne, also das war halt kein Thema. Dann haben wir berufsbezogener Lernbereich, Theorie und Oha. dann halt dasselbe für Praxis. Ja, da hatten wir dann das Einzelhandelsunternehmen repräsentieren. Verkaufsgespräche kundenorientiert führen, Okay. Kunden im Servicebereich Kasse betreuen, Waren präsentieren, werben und den Verkauf fördern, Wirtschaftsmathematik, ja, das hatten wir. Waren beschaffen, Geschäftsprozesse erfassen und kontrollieren, Oha. dann Praxis im Modellunternehmen, oh Gott, das Wort, warte, geschäftsprozessorientiert arbeiten. Okay. Und dann Informations- und Kommunikationssysteme nutzen, Lern- und Arbeitsprozesse erfahren und reflektieren. Ja, du merkst, What the fuck? es
Kann kompliziert sein. Werden. Jetzt kommt meine Ausbildung, da hieß es einfach nur Lernfeld 1, Lernfeld 2, Lernfeld 3, Lernfeld 4. Ja, nein, 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 das Ding ist, das hatten wir ja auch, aber das sind halt die Bedeutungen von den einzelnen Lernfächern. Ach du Weil wir Kacke. hatten ja auch Lernfeld 1 und Lernfeld 2 und sowas. Aber bei uns haben die halt Bedeutungen. Oh Mann. Kompliziert. Ja, ich habe auch, warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Dann, Also und es zwei scheint dir echt zu Vieren. liegen. Es scheint dir echt zu liegen, mein Zwei. Lieber. Ja, zwei Vieren und der Rest rein. Aber die Vieren habe ich halt in, keine Ahnung, Politik Ja gut, Politik ist jetzt. und Lernen und Arbeitsprozesse erfahren und reflektieren. Das sind halt, ja, das Ding ist, Politik ist halt nicht richtig Politik, sondern du lernst halt viel über Versicherungen und sowas. Ah, okay. Und das ist halt extrem anstrengend. Wir mussten zum Beispiel mal die ganzen Sozialversicherungen auswendig lernen mit Namen Oh. und Jahre. Oh. Das ist ja schon Ja, wieder kritisch bei mir. ich kann dir das halt, wie gesagt, das war von, wann ist das Zeugnis? 2018. Oha. Guck mal da, 18, 19, 20, 21, 20, guck mal, das ist ja auch schon wieder fast 4 Jahre her dann. Oh. Ey, 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 ey. Und Realschule 5. Wenn ich mir Fünf jetzt so Jahre? mein letztes, 2017 glaube ich. Ja, Ja. 21.06.2017. Aber ich habe mich auf jeden Fall deutlich verbessert vom Abschlusszeugnis Realschule zu dem Bereich. Aber das war auch ein spezifischer Bereich. Ja gut, ne, In das ist halt einer so. allgemeinen Schule lernst du ja alles. Irgendwie. Es ist irgendwie ganz komisch. Allgemeinschule liegt nicht jedem, aber sobald es auf die speziell oder auf die Berufsfachschulen geht oder generell Berufsschulen, ne, dann kann man so richtig durchstarten, weil einem die Themen auch irgendwie mehr liegen als alle anderen Themen. Ja, weil man sich dann aussuchen kann, wo man Ja. hingeht. Ja. Das ist auch so eine große Sache. Also ich war jetzt, also ich war ja am Anfang, war ich ja die ersten 2 Wochen, war jetzt nicht lange. Da war ich ja auch auf der Technikberufsschule. Und ich wäre ja an sich, genau wie Julian, jetzt Mechatroniker. Ah, okay. Aber die Klasse war so scheiße, Oh. also so vom Mobbing her und sowas, innerhalb von 2 Wochen, musst du dir mal vorstellen, hatte ich Oh. da keinen Bock mehr drauf. Und dann habe ich gefragt, kann ich noch wechseln? Und dann hat die Schulsozialpädagogin richtig, richtig gut übrigens, richtig nett und sowas, hat auch direkt geholfen. Und dann hat sie gesagt, ja, kannst du. Welcher Bereich denn? Und dann habe ich gefragt, ja, was gibt's denn? Hat sie gesagt, ja, so den und den und den. Und dann Wirtschaft, da habe ich mir gedacht, dann gehe ich dahin. Das ist auch Und nice, wenn. dann bin ich da ja auch geblieben. Ne, das ist auch nice, wenn die Ja, ich habe wirklich mich so auch gut ist. mit der Klassenlehrerin direkt verstanden. Ja, das ist doch gut. Das Ja, ist doch gut, weil wenn. Wenn. die war auch noch jung, übrigens. Jo. So, jetzt. Ganz recht. Ja, ich wollte nur sagen, dass die Folge auch schon wieder vorbei ist. Die böse, böse Zeit, ne? Ist wieder rum. Ja. Ja. Können wir gleich weiter. Ja, genau. Wir reden dann gleich weiter und kannst dann gleich in der nächsten Folge das weitererzählen, ne? Also, Freunde, ich wünsche euch noch einen schönen Montag, ne? Wir sehen uns morgen am Dienstag wieder. Auf jeden Fall reingehauen und ciao, ciao. Tschüss.